Ja, moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Nerim. Beim letzten Mal hatten wir ja die Gesucht-Quest mit der Todesfee noch beenden können und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Schaufelnachschub geholt und dort die ganzen Gräber noch ausgebuddelt. Da waren auch ganz coole Sachen dabei. Ich glaube Arkanstein, Teleportrune, Gold und noch ganz viele andere Sachen, also echt cool. Und ich bin dann hier nach Gilead und habe ein bisschen meine sichere Truhe aufgeräumt, paar Sachen verkauft. Ja, und der Plan für heute ist einmal, dass wir jetzt gleich bei hier gesucht unsere Belohnung abstauben. Dann habe ich gesehen, dass ich noch eine Eispranke habe. Keine Ahnung, warum ich die nicht gleich eingelöst habe, habe ich wohl vergessen. Und wir haben auch noch ein Lernbuch oder Lehrbuch. Lösen wir natürlich auch gleich ein. Ja, und dann habe ich in meiner Truhe gefunden noch diverse Runen mit Zaubern. Zum Beispiel Auge der Mitternacht, Blitzheilung, alles Rang 3. Und wir können ja jetzt Magie Rang 3 auch wirken. Deswegen lösen wir die auch gleich nochmal ein. Auge der Mitternacht wurde erlernt. Warum kam jetzt nur einmal der Sound? Okay. Rune Feuerball. Ja, jetzt müsste ja... Blitzheilung war das. Erleuchtung war das. Frostpfeil. Ja, Feuerball noch. Feuerball. Ja, und dementsprechend werden wir hier auch gleich aufrüsten. Da kommt jetzt Rang 3. Auf 5 müsste jetzt der Feuerball Rang 3. Den Elementar habe ich schon gemacht. Ich glaube, viele Sachen gingen auch nicht. Gleißender Blitz. Gottesschild. Gleißender Blitz haben wir jetzt auf 3. Da können wir sonst den hinmachen, weil der besser ist. Ja, und mit dem das zum Beispiel geht auch nicht, weil wir da noch nicht von der Veränderung genug Punkte haben. Blitzheilung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich da jetzt habe. Da habe ich, glaube ich, jetzt was anderes, ne? Oder? Machen wir mal das. Mir war so, als wenn ich da was anderes hatte. Auge der Mitternacht, was ist das denn? Oh, das ist Infravision. Aber Illusionsfertigkeit 75. Also wir können ja mal kurz reingucken, aber ich bin der Meinung, bin ich meilenweit von entfernt. Was war das noch gleich? Illusion, oder? Ach, Entschuldigung, heute stören mich extrem meine Haare. Hä? Das muss doch hier stehen, oder bin ich jetzt blöd? Illusion 17. 75 brauchen wir. Da müssen wir noch ganz schön Gas geben. Beschwörung 34, Zerstörung 30, Veränderung 19. Gut, da brauchen wir für einige 25, sind wir nicht ganz so weit weg. Aber brauchen wir auch noch einiges. So. 700, richtig geil. Für die Todesfee. Ich schloss den Kopfgeldauftrag ab, indem ich den Erfolg bezüglich der Todesfee bekannt gab und erhielt dafür 700 Goldstücke. Nehmen wir den nächsten gleich mit. Ich kann aber schon sagen, dass wir den wahrscheinlich nicht gleich machen werden. Ich habe nämlich was anderes mit euch vor. Quest aktualisiert. Gesucht. Gesucht wird Kirill Kohlenstaub. Er versteckt sich in der Köhlerei nördlich der Schattenrufmine, wo er den ansässigen Köhler ermordet hat und nun mit seiner Bande in dessen Hütte haust. 300 Goldstücke ist sein Tod den Wachen wert. Oha, nur 300? Für die Todesfee haben wir 700 bekommen. Nun gut, sei es drum. Ich wollte mit euch noch kurz was ausprobieren. Das hatte ich auch noch als Tipp bekommen.
Silbernuggets müsste... Oha, das geht... 4. Ja, ich habe nur 3. Und beim Gold, da brauchen wir 75, weil ich hatte jetzt geschaut, und zwar bin ich jetzt beim Schmieden oder bei Handwerksgeschick, habe ich die 50 überschritten und dementsprechend können wir Waffenrang 2 schmieden. Und die Axt hier unten, die soll wohl ziemlich gut sein, aber die können wir nicht herstellen. Genau, weil ich nicht genügend Materialien habe. Und zwar fehlen mir da Schmiedezange. Kann ja jetzt mal wieder weg. Genau, ich habe nur ein Goldbarren. Ich brauche aber 2. Aber ich habe doch 6-mal Goldnuggets. Warum ging das? Ach so, das ging nicht wegen 75. Und bei Silbernuggets habe ich nur 3 und da brauchen wir 4. Also das dauert noch ein bisschen. Da muss ich vielleicht mal gucken. Ja, ob wir da irgendwie einen Händler finden, der was hat. Ich kann ja mal einmal spaßenshalber bei ihm hier gucken. Ein Silbernugget. Ja, bitte. Was kann... Wobei das auch Quatsch ist, weil mir fehlt denn ja Gold, ne? Müsste ich einen Goldbarren kaufen. Ja, zum Beispiel, der hat sowas gar nicht. Gut, dann drehen wir ihm noch die eine Rune an, die ich doppelt hatte. Und dann machen wir uns auf. Oha, das wurde ja ein langes Intro hier. Na gut, wir haben ja nicht nichts gemacht, aber... Und zwar, Plan für heute, immer natürlich noch grob das Ziel Sanctum, aber auf dem Weg zum Sanctum habe ich mir überlegt, oder wollte ich eigentlich die Stahltrossmine mitnehmen, aber ich habe gerade gesehen, dass die da oben ist. Es weicht dann doch relativ weit ab vom Sanctum. Tja. Was ist denn die Richtung? Wäre das denn? Gut, das werden wir dann wahrscheinlich doch nicht machen. Jetzt habe ich natürlich keinen Esel dabei, weil ich den irgendwo verloren oder vergessen habe, wie auch immer. Vergessen, glaube ich, eher. Okay, ja. Sonst hätten wir natürlich wieder wunderbar hier abkürzen können. Aber wir können was anderes machen, fällt mir gerade ein. Was soll denn der Geiz? Warum nicht nutzen, wenn man alles hat? Und da ist dann nämlich auch wieder mein Esel. Gut, eine Teleportrune wurde entfernt, aber ganz ehrlich, davon habe ich noch sehr viele. Und dann lösen wir jetzt erstmal unsere Quests ein bei ihr, Vanmiria. Der Magie zu Ehren. Ich grüße euch. Seid gegrüßt. So, ihr habt die Vermisste also retten können. Damit habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Und das entlohnen wir euch auch dementsprechend. Jetzt habe ich aber leider nicht mehr für euch zu tun. Ihr könnt mit Akorias oder Melvin sprechen. Vielleicht braucht einer von ihnen etwas Hilfe. Quest beendet. Zusammenhalt. Oh, 750 Erfahrungspunkte. Lederstiefel des Anschleichens haben wir bekommen. Ah ja, es ist alles Rang 1. Stimmt, das hatte ich schon mal geguckt. Ja, geil, Leute. Oh, da haben wir wieder richtig tolle Sachen bekommen. Ich will mal gleich gucken, was das da auf sich hat. Leichte Rüstung, festigen Schleim, Chamäleon. Ja, Chamäleon, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Oder habe ich schon, aber das war mir irgendwie nicht so richtig klar, was das zu bedeuten hat.
Aber wir hatten hier ja noch eine Quest, ne? Stimmt, Amanda. Da meine ich mich erinnern zu können, dass das irgendwie im Haus der Templer war. Es müsste da sein und dann irgendwie im Keller oder so. Dann werden wir da auch noch gleich vorbeischauen. Ja, lustig. Ist doch wieder anders gekommen, als ich gedacht hatte. Ich hatte so gedacht, naja, Stahltrossmine. Haus des Schattenrats oder war das hier? Ja, hier war das. Ah, oh, habe ich doch noch richtig. Der war das. Habe ich das nur im Kopf irgendwie verwechselt? Gut, hier können wir natürlich nichts mitnehmen. Das wäre dann wieder Clown. Ich hoffe, hier kommen natürlich keine Gegner. Ich muss mal gucken, wo das hier ist. Das scheint ja doch ganz schön groß zu sein. Sanctum Grotte? Was? Oh, was? Oh, krass. Wo geht das hier hin? Faltrintal? Was? Lol. War ich hier unten nicht schon mal? Ey, und das habe ich nicht gesehen? Ich fasse es nicht. Oder war das damals noch nicht offen, weil die Quest nicht aktualisiert war? Ja, hier ist dann bestimmt auch die. Oh, das würde ich so gerne mitnehmen. Oder habe ich das schon? Mörser, Kalzinator. Das glaube ich, habe ich nämlich tatsächlich nicht. Doch. Ist das Lehrling? Ah, ich habe sogar schon Geselle. Ja, da ist sie. Wie geil. Hier so eine Wand dahinter, schön. Was ist hier los? Sorry, ey, ich muss ja alles nachgucken, ne? Wir hauen uns mal wieder hier so ein Ding an den Kopf. Können wir nämlich schön lange tauchen, da können sie uns nämlich gar nichts. Ist es hier auf der Karte zufällig? Ja, hier war, glaube ich, nichts, oder? Nee, anscheinend nicht. Gut, okay. Aber muss man ja mal gucken, ne? Ja, dann gehen wir doch mal zu ihr hin. Geil. Ey, grüß dich! Na, wie gefällt euch mein neues Heim? Hier sind ideale Voraussetzungen für die Mondkelche. Sie können sich perfekt entfalten. Dies ist das Zeichen meines Dankes. Eure erste Mondkelchmedizin. Ihr könnt euch alle 3 Tage eine Flasche abholen. Umsonst. Für meine anderen Sachen müsst ihr aber bitte ein bisschen bezahlen. Ich kann ja auch nicht vom Verschenken allein leben. Nicht wahr? Ja, geil. Haben wir hier so eine Medizin von ihr bekommen? Muss ich gleich mal reingucken, was das ist. Krankheit heilen und Lebensenergie festigen. Das ist ja geil. Und Was was hat sie möchtet ihr noch denn? so? Was hat sie denn noch so? Oha. Erstmal ein bisschen falsch, ne? Ich gehe mal gleich auf. Ich versuche mal 86. Stille Gift.
Eifußsamen. Drachenbaum. Interessant. Ich nehme nochmal so ein... Was ist ein Lebensdrang? Ja, dann nehme ich nochmal 3 mit hier und davon noch ein. Man weiß ja nie. Oh, hat sie abgelehnt. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, hat sie auch abgelehnt. Ah, dann gehe ich mal auf. Ja. Das noch. Zack. Ja. Geil, hier mit diesen coolen Mondkelchen. Ich fass es nicht. Oh, herrlich. Das sieht auch hier so schön aus. Richtig cool, ey. Baut sie hier die Dinge erstmal an. Geil. Hier kann ich dieses Mal nicht SB machen. Ah, dass ich das da mit der Tür da nicht gesehen habe. Aber es, wie gesagt, kann auch sein, dass sie da nicht war, ne? Ach, hier ging das gar... Ich sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Ach doch, das war eine extra Tür. Boah, was? Ich sehe schon wieder nicht durch. Ich fasse es nicht. Ach du Schreck, von hier sind wir hergekommen. Denn hier rum. Grotte, genau. Denn hier ging es noch runter. Alter, wie. Wie groß ist das denn, wollte ich gerade sagen. Was hat der für einen Sound gemacht? Herrlich. Oh, habe ich gar nicht zu. Alter, wie viel ist das denn hier noch? Hier kam er her. Ja, der Knaller wäre das natürlich noch, wenn wir hier ein magisches Symbol noch finden. Oh, schon aus der Übung hier, oder was? War das mal ein Verlies hier, oder was? Gut, hier nochmal ein paar Sachen abgegriffen. Kam noch so ein Arkanlicht, ich fasse es nicht. Ja, hier lagern die noch einige Sachen. Das ist auch alles nicht so viel wert, als dass ich das jetzt klauen würde. Seht ihr ja, wenn jetzt irgendwo... weil sie nicht 200 oder so stehen würde, dann wäre das was anderes. Okay, ja, das war's dann wohl. Oh ja, tatsächlich. Ja, cool. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das hier noch so weit rumgeht. Hier oben? Hier bin ich noch nie gewesen. Ja, anscheinend ja nicht. Was habe ich denn hier? Doch, hier war ich doch schon. Hä? Das war der, den ich nicht ansprechen konnte. Genau, und hier waren die Leute zum Pennen, wo ich auch nichts nehmen konnte. Nee, kann ich auch nicht ansprechen. Gut. Sehr schön. Haben wir ja wieder was geschafft. Hier erstmal alles nehmen. Hallo. Können wir ja bei Gelegenheit noch mal gucken. Genau, ich habe nämlich noch Lernpunkte. Kein Problem. Ah, geil, ja. Das ist cool. Der hat jetzt auch alles Rang 3. Die haben wir tatsächlich gefunden. Oder den, das weiß ich jetzt nicht. Frostpfeil haben wir auch Rang 3. Gleißender Blitz. Oha, der macht aber auch viel Schaden. Schneesturm.
soll das denn heißen? 13.591? Sind wir das? Nee, komm, ich habe doch nicht so viel Geld. Ich würde aber in Zerstörung noch investieren. Kein Problem. Gucken, wie viel Geld. Müsste eine ganze Menge sein. Hä? Ja, das sind wir tatsächlich. 13.591 Groschen. Hä, wie Hallo. Jetzt? Hat er mir da jetzt nichts abgezogen? Aber nee, ich hab 11. Natürlich, kein Problem. Wieso ging 5 nicht? Natürlich, kein Problem. Hä? Oh, Alter. 504 Groschen abgezogen. Na gut, wir haben genug, ne? So, jetzt habe ich hier ein bisschen was investiert. Bei Zerstörung müssten wir jetzt 36 haben. Ja. Seid ihr gekommen, um euch... Ja, der hat Arkan. Der hat auch... der hat jetzt auch Rang 3. Seelenfalle Rang 3. Oh, den würde ich ja gerne haben, ne? Dann brauche ich die Rollen nicht mehr. Dann könnte ich die verkaufen. Falschen, habe ich das mit ihm schon gemacht? Ja, anscheinend schon. Ja, komm, das machen wir. Was hat der noch so? Telekinese, aber das ist alles Rang 2. Zauberbannung müsste ich erstmal testen. Tauschhandel. Ja, der hat nämlich Seelenfallen, Rollen. Da kann ich die nämlich verhökern. Das ist nämlich an Berühren nur. Das fand ich sowieso schon immer blöd. Und die eine verhökern wir dann auch noch. Geil. Ja, ich kann ja noch mal ein paar Magietränke mitnehmen. Schon mal, man weiß ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die nächsten Gegner sind. Da habe ich immer so ein bisschen... Da will ich gut ausgerüstet hingehen, so will ich es mal sagen. So, jetzt haben wir noch... Boah, Illusionen sind wir echt richtig schlecht. Dann lasst uns mal zusammen gucken. Illusion 75, unglaublich. Erleuchtung. Oh, Illusion. Scheiße, da brauche ich ja auch 25. Das kann ich gar nicht nutzen. Eieiei. Das ist alles Illusion mit dem Frostschild. Das ist Veränderung. Das ist Beschwörung. Oh, Veränderung 50, 25. Ja, dann müsste ich ja fast in Veränderung noch investieren. Da haben wir 19. Aber ich weiß jetzt nicht, welcher Harry das macht. Nicht so auf die Schnelle. Ich will euch da jetzt auch nicht mit langweilen. Also wir können einmal noch hier hochgehen. Und da nochmal in dem Gebäude gucken. Da weiß ich, waren auch noch 2. Oder beziehungsweise die eine hatte keine Zaubersprüche. Seid ihr gekommen? Der hat Wiederherstellung. Oh, nee, das können wir selber. Was hat der? Hat der jetzt auch Rang 3? Oh ja, heilender Funke. Ausdauer und so. Ja, ob ich sowas alles benutze, keine Ahnung. Glaub eher nicht. Sie hatte keine Zaubersprüche, das weiß ich. Dann können wir noch einmal da drüben gucken. Bei dem... Ich weiß nicht, waren das denn die Templer? Nee, ich glaube, die waren irgendwo anders. Schlimm heute, dass mir die Haare überall rumhängen, ey.
Stimmt, hier waren auch noch zwei. Hallo. Ah, der hat Illusion. Was wollten wir nochmal? Veränderung war das, Seid ne? Seid ihr gekommen? Ja, die hat Veränderung. Er müsste sich da Gut, ein... Gut, ich bringe es euch bei. Oh, scheiße, ich habe nur noch 4, ich trottel. Oh, 5 kann ich gar nicht machen. Nein, das reicht nicht. Ich habe 19, ey. Gut, ich bringe es euch bei. Gut, ich... Ja, gut, ja, dann ich, machen wir... Gut, ich bringe es... Scheiße, ey. So, hat sie ja ordentlich Groschen gekriegt. So. 24. Zwei habe ich noch. Oder habe ich jetzt keinen? Oder ist, hat das noch nicht aktualisiert? Nein, es hat nicht aktualisiert. Eben als ich geguckt habe, stand nur noch 2, aber es hat nicht aktualisiert. Oh, Mist, ey. Oh, schade. Na gut, dann ist das so. Können wir halt kein Licht machen. Also zumindest nicht das große. Ja, ist, glaube ich, durch die Klamotte, ne? Kann das sein? Ja, hier durch die... Kettenstiefel? Was? Die habe ich geklaut? Scheiße, wie kam das denn jetzt? Habe ich ja wieder hier Kopfgeld. Hä? Da steht nur einer drin, ne? Das waren nur die anderen Botten. Ach, ist egal. So. Jetzt geht's aber weiter. Also, wir haben ja jetzt questtechnisch Mondschafe auch abgeschlossen. Also, wir haben jetzt noch den, die Gesucht-Quest. Kein festes Schuhwerk. Wird sich definitiv länger ziehen. Pfade der Begabten ist Akorias. Dann haben wir noch die Stahltrossmine und Bücher der Beschwörung. Oh, was ist das heute, Mann? Krabbelt mir hier immer, ey. Ja, und Bücher der Beschwörung sind ja auch viel... Keine Ahnung, wie viele. So, das heißt, Pfade der Begabten, Ruf aus der Tiefe oder Gesucht. Kartentechnisch ist Stahltrossmine hier oben. Akorias ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Ich glaube, da stand südlich vom Sanktum. Und das andere, keine Ahnung, ich glaube, hier war noch eine Köhlerei, ne? Nee, ach nee, das war Schmelzerlager. Was stand? Nördlich der Stahltrossmine. Ach, Schattenrufmine. Da muss das hier irgendwo sein. Relativ weit weg. Also entweder Stahltross oder Sanktum hier Akorias weitermachen. Tja. Ich sehe gerade, die Zeit ist eigentlich auch schon wieder fast rum. Lohnt sich also nicht, was anzufangen. Ja, dann würde ich sagen... ich verabschiede mich hier von euch. Das fangen wir heute nicht mehr an, weil das definitiv was Längeres ist. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. So wird ein Schuh draus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und sagt mal bis zum nächsten Mal. Ciao.